Und damit geht die Aufnahme weiter. Habe ich einfach so pausiert, ohne mich abzumelden. Tut mir leid. Habe ich einfach gedacht, das wäre ein lustiger Part, einfach zu beenden. Man hat diesen, so eine Karren hieß das jetzt, so Minecart gehört im Hintergrund. Und da habe ich mir gedacht, das könnte man als lustige Abbot machen. Dass ihr denkt, dass ich einfach Alt-F4 gedrückt habe. Und daher habe ich es nicht gemacht. Habe einfach auf Aufnahme beenden gedrückt. Was ich glaube, ich machen könnte. Ne, ich belasse das einfach mit einem Part pro Folge. Anyway, ich schlag den Stein. Ich schlag den Stein. In diesen Schacht schieb ich die Hacke rein. Es geht voran. Ich bin zu blöd zu meinen. Sag's euch nur. Okay, gut, Baum. Weiter geht's. Ich stehe auf Eisen und auch Diamanten. Am liebsten beides. So 50 Mal am Stück. Dann wäre ich happy. Und die Leute denken sich, der hat zweimal Diamanten gefunden, so dicht neben hintereinander weg. Ich bin einfach, hab Minecraft einfach studiert. Aber die Spitzhacke ist dann auch bald fertig. Da ist nochmal Redstone, sehr geil. Redstone habe ich weniger gefunden als Diamanten. Tatsächlich finde ich sogar frech. Obwohl man Redstone, glaube ich, mehr braucht als Diamanten. Ja gut, mit Redstone kann man Sachen mechanisch ablaufen lassen. Und mit Diamanten kannst du halt Sachen craften wie Rüstung, Schwerter, Eisen, Diamantenspitzhacke. Man kann aus Diamanten eine Eisenspitzhacke machen. Mein Gott, bin ich heute verpeilt. Ob das die effizienteste Art zu meinen ist, weiß ich nicht. Ich habe so Spaß dran. Würde man lieber gerne Fortschritte machen mit den ganzen Bauprojekten tatsächlich. Als mit. Bin ich jetzt schon voll. Ja, komm, brauche ich nicht den Gestein. Nochmal Redstone. Sehr nice. Mache ich erstmal hier vor. Frei. Nochmal Eisen. Jetzt verwöhnt mich nochmal das Spiel. Jetzt denkt sich das Spiel, oh, jetzt geben wir ihm nochmal ein paar Ressourcen. Aber nicht zu viele, sonst wird er zu happy. Er muss ja immer noch ein bisschen traurig bleiben, dass es nicht zu viel war. Aber gut, Redstone nehme ich immer mit. Bum. Weiter geht's, bis die Spitzhacke bricht und dann ist Aufnahmestopp. Aufnahmestopp. Ja. Ich glaube, danach nehme ich die Brücke einfach in Angriff. Monsterfalle habe ich ja auch schon mal gebaut. Ist, glaube ich, noch nicht die beste Variante, weil ich glaube, das Feuer interruptet halt die Spawnrate der Skelette. Weiß ich jetzt nicht, ob das so. Jawohl. Und gebrochen, dann gehe ich mal wieder. Oh, die Leute werden sich bestimmt so aufregen. Ey, bau doch mal Diamanten ab. Das sind Diamanten, da waren auch Diamanten. Will ich nicht. Ding, 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 ding. Was habe ich denn jetzt heute alles mitgenommen? 9 mal Eisen. Die Amethyst-Shards. Block of Amethyst. Lapis Lazuli habe ich auch gut bekommen. Also ich bin happy mit der heutigen Ausbeute im Minenschacht.
Geht zwar besser, aber ich glaube, ich habe einen Brustpanzer mir bauen können. So, ich glaube, Brustpanzer ist jetzt ready. Könnte mich jetzt auch verrechnet haben. Noch mal ein Schlückchen Kaffee zur Stärkung. Oh. Aber seht euch das mal an. Ist das nicht toll? Man geht hier lang. Und langsam hört man gleich wieder die Skelette am Verrecken. Das ist noch viel besser. Tatsächlich platziere ich dieses Gestein hier hin. Fürs Erste. Noch mal ein bisschen Eisen nachhauen. Werde wahrscheinlich tatsächlich, jetzt bin ich mal so am Überlegen, den Berg hier wegkloppen, dass man freie Sicht hat. Also das ist ja nicht schlimm. Jetzt da oben werde ich wahrscheinlich noch mal Kirschblüten ein bisschen platzieren. Das werde ich komplett wegprügeln. Hier werde ich dann auch nochmal aufmachen. Erstmal weiter das Gestein alles reinhauen. Nehmen das auch mal an mich. Lapis Lazuli habe ich hier schon mal. Das nehme ich auch nochmal mit. Den Edelstein brauche ich noch. Das brauche ich auch noch. Redstone. Alles mal ein bisschen verschieben. Das sind Leitern. Hier bitteschön. Weiß ich nicht, was ich mit euch anstellen kann. Was war das für eine Box nochmal? Ich weiß es nicht. Mache ich einfach hier so eine. Cobblestone, Turf, ja, Cobbled. Ja, komm, zack, rein damit. Guck ich mir kurz an, wie es den Schafen geht. Wollte mir einen Brustpanzer, glaube ich, einmal craften. Obwohl, das habe ich schon. Was kann man sich aus Eisen noch so machen? Eine Uhrzeit. Also nur Uhr, nee. Bei Glas? Ist das so ein Fernrohr? Das ist doch. Ja, das könnte ein bisschen was helfen. Ich wollte mal eine Kerze machen, tatsächlich. Pink. Wie macht man die Kerze? Damit das auch mal fertig ist. Kerze, Candle. Keine Ahnung, wie man eine Kerze herstellt. Da, Candle. Honeycomb und Schnur. Gut, habe ich sogar. Wo ist my honey? My honey. My honey. Oh yeah, my honey. Müsste die Bienenpopulation ein bisschen voranbringen, indem ich sie bumsen lasse. Ja, habe ich gerade gesagt. Habe ich. Wo ist meine Schere? Da ist meine Schere. Schnüre habe ich auch. Jetzt Pink Dye. Das. So. Wenn ich mich jetzt nicht irre, das war doch so. Und dann so. Kerze. Boom. Perfekt. Dann pinke Kerze. Genau. Boom. In der Hoffnung,
dass mir das Holz dann nicht abfackelt. War da noch Essen drin? Nein. Potatoes nehme ich mal ein paar raus. Scheren lege ich wieder zurück. Baked Potatoes kann man immer gut gebrauchen. Was ich aber schon mal machen kann, ist da hinten ein paar. Hast mich erschrocken, mein Junge. Ich bin hier kurz am Überlegen, ob es hier noch irgendwas gibt, was ich abbauen könnte. Das Eisen habe ich hier nämlich schon komplett weggedübelt. Sieht mir nicht danach aus. Alles klar, dann platziere ich mal hier ein bisschen Feuer. Im Sinne von Fackeln, dass wir nicht regelmäßig immer Monster spawnen. Die gehen mir nicht auf den Sack. Dann beende ich den Part, glaube ich. Wenn ich das da abgebaut habe. Ihr wollt 15 Minuten, ihr kriegt 15 Minuten. Also wenn ich gar keine Idee mehr habe, dann mache ich das einfach so hin dran. Da könnte man ein paar Monster schnitzeln. Das ist meine Hake. Werde auch keine Melonen erstmal anbauen. Ich werde mal wieder aufs Weizen gehen. Und ich werde dann wahrscheinlich auch irgendwann mal die Tage meine Farm wieder erweitern. Erstmal mache ich Platz. Und bum bum. Genau, die Samen wollte ich haben. Dankeschön. Weizen für Brot. Kartoffeln gehen ja auch immer schnell wieder anzupflanzen. Und die brauche ich für Papier tatsächlich. Und wollte mir die Bücherei da machen. Glaube. Ich brauche zwei davon. Ich brauche auch Obsidian. Und jetzt muss ich nochmal ein Drafting Table gucken. Leute werden mich anschreien, mach's nicht. Don't do it. Enchanting Table habe ich eh nicht genug. Mir fehlt ein einzelner Obsidian-Block. Das heißt für mich, ich muss meine Eisenspitzhacke machen. Dann einen weiteren, einen einzigen Diamantblock absammeln. Und dann habe ich genügend für Obsidian. Gut. Dann machen wir nochmal zum Abschluss. Eine Spitzhacke. Keine Ahnung, warum ich das so gemacht habe. Egal. Da gab es kein Achievement für, finde ich ja Schmutz. Rootberries könnte ich auch mal wieder anpflanzen.
Ich brauche Papier. Nehme ich erstmal alles mit. Wird verarbeitet. Und schnatt da 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 du 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 du. Hallo? Benja? Zombie? Wie viel macht eine Melona? Ja, ist in Ordnung. Obsidian packe ich mal wieder hier rein. Das tausche ich mal um. Finde ich immer noch sehr befriedigend, die Zombies da drauf gehen zu hören. Ich glaube, ich bin zu blöd, das richtig zu verwenden. Egal. Egal.